ich bin 24, ich bin aus Innsbruck und ich bin Tänzerin und habe mein eigenes Modelabel. Also ich bin in Innsbruck geboren und aufgewachsen. Meine Mama ist aus Marokko und mein Papa war Reiseführer und deswegen habe ich bis zu meinem 6. Lebensjahr immer ein halbes Jahr in Marokko und ein halbes Jahr in Innsbruck gewohnt, bis ich angefangen habe, in die Schule zu gehen und dann bin ich in Innsbruck geblieben. Also die marokkanische und österreichische Kultur sind eigentlich komplett verschieden, aber ich bin trotzdem froh, beide kennengelernt zu haben. Also ich habe mit 14 angefangen, Hip-Hop zu tanzen und habe mich dann später fürs Breaken entschieden. Breaken hat mich schon immer fasziniert und herausgefordert, weil es einfach eine Challenge ist. Man muss sehr hart dafür arbeiten und an seine Grenzen gehen. Die Musik hat bei mir eigentlich immer eine wichtige Rolle gespielt beim Tanzen und so hat sich dann auch mein Stil entwickelt. Unterrichten ist es mir eigentlich wichtig, die Hip-Hop-Kultur zu vermitteln. Und mich freut es dann immer, wenn ich sehe, wie viel Spaß sie beim Tanzen haben und dass sie sich selber sein können. Also mit From the Soul hat es eigentlich nur mit Vintage-Klamotten angefangen, weil ich gern auf Flohmärkte gehe, Raritäten suche und einfach Sachen, die man in Geschäften nicht findet. Und wir haben From the Soul gestartet, damit wir unsere erste Crew-Anniversary finanzieren können, weil wir da noch kein Budget gehabt haben. Und wo wir das erste Mal gemacht haben, hat es ihnen die Leute eigentlich voll gut gefallen und die haben das seither immer supportet. Neben den Vintage-Klamotten haben wir noch Merchandise besticken lassen. Wir wollten einfach Caps haben und T-Shirts, wo From the Soul oben steht, damit, wenn es ihnen die Leute gefällt, dass sie das auch supporten können. Mir war einfach schon immer wichtig, dass Klamotten fair hergestellt werden und dass der Name From the Soul einfach hundertprozentig authentisch ist. Für mich hat der Name einen künstlerischen Aspekt. Ich wollte immer, dass From the Soul für Künstler steht. Egal was sie machen, singen, tanzen, zeichnen, whatever, einfach, dass sie ihre Leidenschaft von der Seele machen. Also ich muss sagen, früher habe ich Innsbruck nicht so gern mögen. Da wollte ich eigentlich immer weg, mehr in den Süden. Ich war dann auch relativ viel am Reisen und jedes Mal, wenn ich zurückgekommen bin, habe ich mir dann schon gedacht, boah, bei uns ist doch am schönsten. Why don't we buy, oh, hello? Why don't we skip, oh, Jim, no? I got